Ein, sagen wir mal, Schelm, der 1300 in Kneidlingen geboren wurde, empfing vor kurzem eine ganze Truppe internationaler Gäste. Das Ganze passierte vor seinem eigenen Museum in Schöppenstedt, dem Eulenspiegelmuseum. Und jetzt wissen wir auch, warum der so komisch angezogen ist. Die Gäste jedenfalls waren allesamt Teilnehmer des Talentcampus 2015, der vom Landkreis Wolfenbüttel ins Leben gerufen wurde. Wenn jetzt noch einer weiß, was ein Talentcampus ist, wäre das schon nicht schlecht. Ja, der Talentcampus ist ein Ferienförderprojekt, wie du schon richtig gesagt hast, vom Landkreis finanziert. Und ist eine Mischung aus, wie gesagt, Ferienprogramm, ist ein Ferienförderprojekt, also eine Mischung aus Ferien und Fördern halt. Und wir versuchen, so ein bisschen Spaß und Deutschlernen zu vermischen und das den Kindern nahe zu bringen. Ach so, dann ist das ja schon mal geklärt. Aber irgendwas muss doch den Schelm Till Eulenspiegel mit den ganzen Kindern aus aller Herren Länder verbinden. Sonst wären die doch nicht alle hier aufgeschlagen. Ja, er war ein Schelm. Er war im Grunde genommen auch ein Schlitzohr, würde man vielleicht heute sagen. Damals hatte man die Bezeichnung Schalk. Also das war jemand, der eben eigentlich etwas Böses im Schilde führt. Im Grunde genommen war er ein Außenseiter. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Möglichkeit sein kann für Kinder, die sich vielleicht auch zunächst einmal, wenn sie hierher kommen, ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn man in ein fremdes Land kommt, wo man die Sprache nicht beherrscht. Also ob man sich da nicht dann auch als Außenseiter fühlt. Vielleicht kann das auch eine wirklich Identifikationsfigur sein für junge Menschen, die es nicht so ganz einfach auf ihrem Lebensweg getroffen haben. Na, das trifft bestimmt auf viele von den Kindern zu. In Wolfenbüttel und Umgebung müssen ja demnächst viele Menschen und deren Kinder aufgenommen werden, die aus ihrem Heimatland geflüchtet sind. Und die sprechen ja auch nicht alle die gleiche Sprache. Deshalb versucht man mit diesem Projekt schon seit einigen Jahren eine Brücke für diese Menschen zu bauen, was eben am besten mit Kindern auf solchen Veranstaltungen funktioniert. Sicher bin ich, dass solche kulturellen Angebote ganz, ganz wichtig sind für diejenigen, die jetzt hier sind und dass sie sich wirklich gut aufgenommen fühlen. Die jungen Menschen können nun weiß Gott nichts für irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen, für Verfolgungen, für politische Auseinandersetzungen oder Glaubenskriege. Und ich denke, sie müssen sich hier wirklich wohlfühlen können und willkommen fühlen. Und dazu gehört, glaube ich, dass man einander kennenlernt, dass auch wir von Ihnen vielleicht hören, habt ihr in euren Ländern auch ähnliche Figuren, die vielleicht so ein bisschen schalkhaft sind, ein bisschen listig sind. Es gibt zum Beispiel diesen Nasreddin Hodja, den vielleicht einige Kinder kennen aus ihren eigenen Ländern. Und ich denke, da ist ein Austausch gerade im kulturellen sehr wichtig. Natürlich gehört die Sprache ganz wichtig dazu und die fließt, glaube ich, bei Kindern recht schnell nebenbei mit ein. Also ich hatte jetzt eben den Eindruck, dass vielleicht nicht jedes Kind 100% verstanden hat. Ich glaube, das ist auch überhaupt immer im Leben gar nicht so. Auch wenn wir miteinander sprechen, wissen wir auch nicht, ob wir einander 100%ig verstehen. Aber dass doch viel schon rübergekommen ist und dass auch ganz viel Interesse schon da war bei den Kindern, ehe es überhaupt losging, weil sie den Eulenspiegel in Braunschweig ja schon kennengelernt haben und dann auch gleich schauten, die Bilder sich angucken. Da merkt man ja eigentlich, wie viel Wissensfreude irgendwie auch dahinter steckt und das ist doch eigentlich schön, wenn man da anknüpfen kann und ich hoffe, dass das dann zu einem guten Weg führt, miteinander hier leben zu können. Eine Gruppe der Kinder macht sich mit dem Drahtesel auf, um verschiedene Orte, in denen Till sein Unwesen getrieben hat, zu besuchen. Da kann ich Felix Jahn doch noch mal fragen, wie es geht, mit Kindern was zu unternehmen, die so viele verschiedene Sprachen sprechen. Nein, man könnte sich natürlich vorstellen, dass es ein extremes Problem ist, aber dadurch, dass wir so viele Nationen haben, wir haben ja gerade jetzt auch durch die politische Situation viele Syrer, aber wir haben auch nicht nur Leute aus dem Nahen Osten, wir haben auch Leute aus Spanien zum Beispiel hier, aus den Vereinigten Staaten, es müssen ja nicht immer Flüchtlinge sein. Und dadurch, dass wir so eine große Vielfalt haben, ist es so, dass die Kinder auch ganz viel untereinander kommunizieren und dass gar nicht immer nur eine fremde Sprache gesprochen wird, sondern eine gemeinsame dann.
was dann hoffentlich meistens Deutsch ist. Ich glaube, dass es durch den Talentcampus auch viel leichter wird, mit dem Flüchtlingsproblem umzugehen. Denn hier entstehen Freundschaften. Und Freunde haben ist doch immer gut, was Felix Jahn auch findet. Ja, ich denke, dass das hier schon ganz gut, dass hier für sowas ein Grundstein gelegt wird auf jeden Fall. Wir haben hier, wie schon eben gesagt, ganz viele verschiedene Nationen. Und hier lernen die Kinder super, dass es nicht nur ihre eigene Nation gibt oder die deutsche Nation, sondern hier gibt es Syrer, wie gesagt, hier gibt es Leute aus Montenegro, hier gibt es Leute aus Albanien, aus Spanien, aus den Vereinigten Staaten. Wir haben hier ganz viel miteinander vor allem. Und gerade hier versuchen wir auch, Verbindungen zu knüpfen, und gerade hier schließen die Kinder auch Freundschaften, die über den Talentcampus hinaus bestehen. Wenn ich so sehe, wie die Kinder hier miteinander umgehen, finde ich, dass wir Erwachsenen da noch viel lernen können. Denn vor einigen Tagen waren sie sich ja auch noch fremd. Jetzt sind sie befreundet. Und wie schon gesagt, Freunde haben ist doch immer gut.